eine Frau über ihren alten Pfarrer eine Verleumdungsgeschichte verbreitet, die viel Unheil angerichtet hat. Kurz darauf ist die Frau schwer krank geworden. Und sie hat das Gott bekannt, ihre Lüge, es hat ihr Leid da und hat Buss da. Nachher ist sie zu dem Pfarrer und hat gesagt, es tut mir leid und ich möchte es wieder gut machen. Der Pfarrer hat gesagt, ja, gern vergebe ich dir das. Jetzt habe ich einfach an dich ein Bitte. Jetzt gehst du heim, schlachtest ein schwarzes Huhn, tust es nachher rupfen und sammelst all die Federn in einen Korb. Die Federn, die bringst du mir in diesem Korb. Und die Frau hat das gemacht. Sie ist heim und hat die Federn im Pfarrer gebracht. Nachher hat der Pfarrer gesagt, so, und jetzt gehst du durchs ganze Dorf und verteilst die Federn überall, wo du durchlaufst. Nach einer Stunde ist die Frau gekommen mit dem leeren Korb und hat gesagt, ich habe das gemacht. Dann sagt der Pfarrer zu ihr also, jetzt gehst du durch das Dorf durch und sammelst jede einzelne Feder wieder ein. Die Frau hat ihn mit grossen Augen angeschaut und hat gesagt, wie kann ich das nur, jede Feder einsammeln? Das geht doch nicht. Der Wind hat die alle verblasen durch das ganze Dorf. Und dann sagt der alte Pfarrer zu dieser Frau, siehst du, genau so ist es mit deinen Gerüchten, die du verbreitet hast. Die kannst du nicht mehr alle einsammeln. Was gesagt ist, ist gesagt. Als ich die Geschichte gelesen habe, hat die mir sehr nachdenklich gemacht. Und im Psalm 39 dort steht, ich habe mir vorgenommen, ich will mich hüten, dass ich nicht mit meiner Zunge sündige. Ich will meinen Mund im Zaum halten. Und das stimmt, weil die Zunge kann unser Denken und damit unser Leben beeinflussen. So kann die kleine Zunge, die ich habe, die Gerüchte streut oder Menschen manipuliert, einen grossen Schaden anrichten. Aber da darf ich wissen, dass wenn mir das passiert, wenn ich verletzt werde oder wenn ich andere verletze, dass ich in der Vergebung mit Gott leben darf. Dass ich ihn um Vergebung bitten darf. Und dass mich Gott auch heilen will und uns vergeben will und uns helfen kann, in dem besser zu werden und wirklich Herr über unsere Zunge zu ziehen.